Wir haben in der Asklepios Klinik Barmbek einen sehr intensiven neuromuskulären Schwerpunkt, gerade auch was die Patienten mit einer Myasthenia gravis betrifft, und haben eine langjährige Zusammenarbeit auch mit der Praxis am Neuen Wall. Wir haben hier gemeinsame Standards sowohl in der Diagnostik und Therapie etabliert, und die Dauerbehandlung erfolgt ambulant über die Praxis. Und dennoch kann es immer wieder auch mal zu krisenhaften Verschlechterungen kommen durch bestimmte Lebensumstände, Begleiterkrankungen, die dann eine akute Einweisung erfordern, die bei uns 24/7 sichergestellt ist. Das erfordert dann zum Beispiel einen Aufenthalt auf einer Überwachungs- oder Intensivstation, dann Einleitung intensiver Therapiemaßnahmen. Die Patienten sollen soweit stabilisiert werden, dass dann auch wieder die Rücküberweisung in die Praxis möglich ist. Und auch hier haben wir eine standardisierte Informationsübergabe.